Pressekonferenz nach dem ersten Heimspiel der neuen Landesliga-Saison. Ich darf ganz herzlich begrüßen unseren Gästetrainer, den Jimmy Quinlan, unseren Altdorfstrainer, den Markus Berwanger, EHC Bad Aibling gegen EHC Klostersee. Endstand 1:5 vor einer guten Kulisse. Knappe 500 Zuschauer haben wir gehabt. Dann darf ich jetzt mal unseren Gästetrainer, den Jimmy Quinlan, zu seiner Einschätzung zum Spiel bitten. Hallo, guten Abend. Servus. Zum Spiel heute, ersten 20 Minuten, der Torwart von Eid, Markus, war hervorragend, beziehungsweise die ganzen 6 Minuten war er brutal stark. Wir haben glücklich 1-0 geführt, nach dem ersten Drittel. Zweiten Drittel ist dann besser geworden und letztendlich haben wir dann, sage ich mal, verdient gewonnen. Es ist sehr, sehr schwer, wenn eine Mannschaft sich hinten einstellt, aber sie machen es echt ganz gut. Und wir haben von außerhalb schießen müssen und wir hoffen auf Nachschuss. Aber der Torwart war so hervorragend, dass wenig Nachschüsse kamen. Aber nochmal danke. Vielen Dank, Jimmy. Ja, klatschen darf man natürlich auch. Markus, deine Einschätzung fürs Spiel bitte. Ja, guten Abend. Ja, der Sieg war natürlich verdient. Klostersee hat eine tolle Mannschaft, ich habe es gerade gesagt. Ich habe zu 90% die Klostersee gespielt in der Oberliga von den deutschen Spielern. Also die Ausländer sind halt. Sind ja der andere jetzt. Zum Spiel, wir haben, tut mir leid, dass wir nicht mit euch mitgespielt haben, sonst wäre es ein bisschen eindeutiger geworden. Wir spielen so, wir verteidigen, meine Mannschaften verteidigen das Tor und natürlich hat Klostersee sehr viel Druck ausgeübt. Das war klar, auch zu erwarten, aber wir hatten natürlich auch im ersten Drittel schon zwei Alleingänge. Das einzige Manko, das wir jetzt in den beiden Punktspielen hatten, ist, dass wir unsere Torschancen nicht konsequent ausnützen. Das ist ein bisschen eine Schwachstelle von uns. Vom Tempo her, von der Leidenschaft her und vom Kampfgeist ist meine Mannschaft, muss ich sagen, vorbildlich. Und wir haben auch als nach dem 3-0 ist es natürlich verdammt schwer, dann noch irgendwas zu holen, wie ein Klostersee. Dennoch haben wir bis zum Ende gekämpft, auch uns in die Schüsse geschmissen und ja, der Martin Kronke war gut, aber wir haben natürlich auch die Sache leicht gemacht, weil alle hart gearbeitet haben und gut verteidigt haben. Wie schon gesagt, wir hatten nicht viele Chancen, aber wir hatten gute Chancen. Leider haben wir nur ein Tor geschossen, vielleicht nach dem einen Tor haben wir gemeint, jetzt müssen wir innerhalb von den nächsten 5 Minuten Klostersee niederringen. Das ist natürlich ein Fehler, da muss man geduldig bleiben. Noch einmal, Klostersee hat verdient gewonnen. Ich denke, wir haben ein gutes Spiel abgeliefert. Ich hoffe, dass in das nächste Heimspiel wieder zahlreiche Zuschauer kommen und jetzt habe ich mich rausgebracht, der Holzkopf. Und noch einmal, also ich kann meine Mannschaft nicht vorwerfen und wir müssen auch die Punkte woanders holen. Dankeschön. Ja, danke Markus für deine Einschätzung. Gibt es von Seiten der Presse Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei den beiden Trainern. Ich wünsche den Grafingern eine gute Heimreise. Weit ist ja nicht. Und dann noch der Hinweis auf das nächste.